toll. Ups. Ja. Hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen zum Videoblog zu Rocky das Musical. Mein Name ist Nathalie Strauß und ich male gerade meine Wohnung. Ich versuche es zumindest. Letzte Woche habe ich ja gefragt, wie lange Alex Avenel schon im Geschäft ist. Das ist die Darstellerin, die bei Rocky das Musical und bei Sister Act mitmacht. Und das sind mittlerweile 35 Jahre. Und diese Woche widme ich mich dem Bühnenbild. Dazu gehört auch die Wohnung von Rocky. Und ich habe mich davon mal ein bisschen inspirieren lassen und dachte, ach, dann male ich auch mal meine Wohnung. Das Endergebnis? Naja, so schlecht ist es nicht. Paul, Kameramann, was sagst du? Das ist gar nicht mal so schön. Gar nicht mal so schön? Also, das ist ein Fenster und da sind Vorhänge und das ist eine Couch und das ist eine Pflanze und das ist eine Lampe und das ist ein Bilderrahmen ohne Bild und das ist eine Katze, die ich gar nicht habe. Ich hätte aber gerne eine. Naja, ich finde es ganz okay. Sagen wir mal so, es würde nicht reichen, dass ich in das Team der Designer des Bühnenbilds aufgenommen werden könnte, weil dann würde Rockys Wohnung alles andere schön aussehen. Ja, und zu denen schalten wir jetzt auch mal, weil die sind nämlich in den letzten Zügen in Sachen Bühnenbild und ja, gucken wir einfach mal rüber. Rocky was an independent movie. It wasn't some big glossy studio movie when it was first made. And so we wanted it to feel gritty and real and authentic. And at the same time, it's a love story. And so when you're inside an apartment, we want it to feel really like detailed and have a lot of warmth and humanity. This shop is doing a lot of the detail work, a lot of the rooms and the intimate personal spaces. This is Rocky's apartment. Again, it's in process. What you can see is in here, you can see in the model and see here that the model represents what this will be eventually. Alles muss auf der Bühne bewegt werden und dafür braucht man leichte Dekorationsteile, die hinterher, wenn sie fertig angemalt sind, nur so aussehen wie eine Backsteinwand. Man sieht es hier, wir haben eine Kunststoffwand, die noch weiß ist und hinterher aussehen soll wie diese graue Modell. Jetzt schäme ich mich ein bisschen für mein Bild. Können wir das einfach vergessen? Weil es sieht wirklich schön aus, was die Jungs da machen. Und kommen wir am besten einfach direkt zur Frage. In welchem Bundesland ist denn Kuhsdorf eigentlich? Einfach nochmal zurückspulen, angucken, richtige Antwort senden und zwei Tickets für die Preview sichern. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, horridoo!